Hallo an alle und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gewonnen. Einen Wettkampf habe ich ausgeschlossen. Weltausstellung. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Eieieiei. Ich kann 4 Leute rekrutieren hier. Uiuiuiui. Was? Als wenn du 4 Leute rekrutieren kannst. Was geht denn bei dir ab, Allah? Ich kann auch einen rekrutieren. Ah, da läuft's bei mir, würde ich sagen. Ja, es tut mehr als nur laufen. Wen kann ich denn jetzt hier rekrutieren? Einen großen Ingenieur und einen großen Admiral? Hä? Wen konntest du gerade rekrutieren? Alles Mögliche. Auch einen großen Admiral? Ja, ich glaube ja. Okay. Dann habe ich ihn dir weggenommen vielleicht. Ja, irgendwie, weil... Nee, weil ich habe irgendwie auch gerade einen... Wo ist er denn? Da. Wie heißt dein großer Admiral? Heißt der... Ich weiß es nicht, ich bin gerade noch... Haihashiro? Muss ich dann gleich mal gucken. Ach, der hat auch wieder nur Müll. Ja, lauf einfach nach Philadelphia. Ui. Ja, toll. Der kann mir Produktion für Wunder geben, aber das brauche ich doch gar nicht mehr. Der Eiffelturm ist doch schon in einer Runde fertig. Was bringt mir das dann da noch? Wie viele Aktionen hat er? Eine. Ja, scheiße. Dann geh nach Nürnberg. Was macht der? Zur Ruhe setzen plus Loyalität pro Runde. Das bringt ja gar nichts. Plus 5 Kampfstärke und 2 Fortschritte. Ja, nehme ich den mal hier noch dazu. Zum Kriegsschiff. 75 Gold benötigt ein Kohle. Ja, habe ich doch. Hier, Kohlemine. Ich glaube, sollte jetzt aufhören, hier die Stadt weiter zu konvertieren. Ich glaube, ich sollte lieber zu den nächsten hier gehen. Alter, wie viele Apostel hier einfach ankommen. Ich könnte mich hier auch mal Geländefelder, ja, 130, 130, das hier auch nochmal, jetzt bin ich pleite. Ich sollte vielleicht mal wirklich hier diesen Tempel reparieren. Oder nee, die Moschee. Oh hier, ist Weltkongress. Das. Oh ja, ich sehe es auch gerade. Ah. Ja, der Wissenschaftler, bitte. Plus 100%. Ja, ich würde sagen, bei was brauchst du es für irgendwas? Stadtstaat, Souveränität. Ich mach mal bei Wissenschaft, Stadtstaat. Ja. Okay. Hab mich selber gewählt. Alter. Ich auch. Hat sich eigentlich irgendjemand nicht selber gewählt? Vorhin wurde Spanien mal gewählt, glaube ich. Warte mal, habe ich denn schon... Ach, ich habe ja sogar schon Nationalismus. Moment. Oh, ich wurde gewählt. Yay! 9. Wissenschafts, okay, und großer Schriftsteller. Ist okay. Angenommen. Ja, der Eiffelturm ist fertig. Es werden keine Punkte verdient. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Was? Keine Punkte bei großer Wissenschaftler? Wer hat das gewählt? Ja, jetzt 4 Runden nur noch. Oh Gott, Leck. Ja, das wird wahrscheinlich durch mich gewesen sein. Was machst du da? Die Hauptstadt gerade eingenommen. Geil, der Doppeldecker ist fertig. Flieg mal dahin. Ach so, ich glaube, ich kann mir denken, warum das hier so ewig dauert. In Ulm. Ulm braucht Annehmlichkeit, Ulm braucht Energie. Kohlekraftwerk.
Süleyman hat eine Vereinbarung vorgeschlagen. Was schlägst du vor? Forschungsallianz willst du haben? Willst du mir noch was draufzahlen vielleicht? Nee, wieso soll ich jetzt auf einmal zahlen? Ja gut, 1, 1, 1 und 1, das mache ich. Marcel Davis, 1 und 1, was? Ihr habt den Bau des Weltwunders Eiffelturm abgeschlossen. Was bringt er noch gleich? Moment, ich gucke jetzt mal ins... wo ist denn das Hilfeding? Rechtsklick. Zivileopodie Eiffelturm. Alle Geländefelder in eurer Zivilisation erhalten plus 2 Anziehungskraft. Stimmt. Das war das. Was Anziehungskraft bringt, aber es hört sich auf jeden Fall positiv an. Das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau, was Anziehungskraft bringt. Chefi weiß es sicher. Ich denke auch. Hier auch mal einen Flugplatz. Ah, nee. Scheiße, ich kann es nirgendwo hinbauen. Dann baue ich hier Kanalisation. Hier baue ich auch Energie, aber dann baue ich hier erstmal ein Kohlekraftwerk. Vilnius. Wie viele Bezirke kann ich denn hier bauen? Stadtdetails? 6. Ja, ein heilige Stätte aller. Ja gut, da bringt es aber 2. Ich warte ich lieber noch damit. Baue ich lieber erstmal einen Hafen dahin. Okay. 6 Runden, 5 Runden, ja, Ulm. Weg beginnen. Eine Aktion, ja, dann hol hier den Fisch. Was macht ihr hier so? Du hast immer noch Müll, Beförderungen. Ach nee, du sollst doch die Stadt nicht mehr. Ach Scheiße. Oh, Scheiße! Ja, ich habe gerade eine Stadt nochmal konvertiert, die schon zu meiner Religion konvertiert war. Ja, nächste Runde. Ah, da. Oh ja, das ist gut. Ah, da oben noch. Ah nee, jetzt hat er hier einen Dings eingestellt. Was hat er eingestellt? Spanien hat da jetzt einen Gouverneur reingemacht, damit er die Stadt nicht verliert. Volle Loyalität in 12 Runden, Armani ist in 3 Runden etabliert. Okay. Okay. 147 oder mehr um für ein goldenes Zeitalter. Ich habe 166. Drei Kohle. Wie viel brauche ich noch gleich? 1 Kohle. Genau, 1 Kohle. Was? Permanente Küstenüberschwemmung? Hä? Wo? Ach, hier. Scheiße. Der Klimawandel kommt. Ja, und ich glaube, er kommt auch mit großen Schritten. Ja, aber sowas von. Oh geil, ich kann Veronika. Fassadenkletterer, Lügendetektor. Junge, die hat ja nur Müllbeförderung. Ich nehme die Lizenz zum Töten. Ich habe Verbrennungsmotor entdeckt. Nicht genug Gold, 130 Gold, okay. Ja, baue ich hier mal einen Handwerker. So, Elektrizität. Einmal ein Doppeldecker. Ja, du machst mal Bereitschaft.
Kann ich hier nicht das Schiff dahin schicken und ja, Flotte bilden? Jetzt habe ich noch einen Zeitalterpunkt bekommen. Erste Flotte der Welt. Es ist wirklich die erste. Hast du noch keine Flotte? Flugplatz? Ja, ich baue einen Flugplatz. Hast du Zeren-Status verloren? Von was denn? Ja, du? Ja, von Fess. Hast du das schon wieder? Nee. Fess. Keiner. Diesmal nicht. Ich geh mal und. Ja. Jetzt hast du deine Stadt neben mir gegründet. Ist es dein Ernst? Wo denn? Welche denn? Syrakus. Ja, das ist meine Outbase. Ja, das ist jetzt. Du planst doch was. Ich merk's doch. Quatsch, ich doch Hör nicht. auf, Sachen zu planen. Ich doch nicht. Hab dir nichts getan, Alla. Noch nicht, man weiß es ja nie. Tu dir auch gar nichts. Hab dir doch nur ein bisschen Gold von dir geborgt. Das hat schon gereicht und du hast hier die ganze Zeit irgendwelche Spione bei mir in den Städten. Ich Ja, sehe ich hab da das. jetzt keine mehr. Nee, das Nein, glaube ich, das. du stehst ja schon vor Tür. Nein, du hast Tyrus erobert. Ach du Dreckiger, ich wollte da noch Technologie klauen. Er muss jetzt bei dir Technologie klauen. Geht ja nix, nirgendwo anders. Oder ist noch irgendjemand vor mir? Ja gut, sind ja eigentlich alle vor mir. Und Philipp, der ist mit mir befreundet. Ja, ich kann ja nicht nur von dir Technologie klauen. Ja, du gibst mir keine andere Wahl. Ich muss jetzt leider von dir Technologie klauen. Ja, du gibst mir auch keine andere Wahl. Oh, scheiße. Nicht gut. Für was gebe ich dir keine andere Wahl? Ja, jetzt ist doch hier alles zu meiner Religion konvertiert. Warum habe ich trotzdem überall noch Pfeil nach unten? Ja gut, Utica, das ist wahrscheinlich als nächstes direkt deines. Egal, Platzierung wählen. Und ich habe eine große Persönlichkeit. Was für eine großer Händler. Sarah Bredlov. Plus 25% Tourismusrate für andere Zivilisationen zu denen eurer. Okay. Jetzt bin ich schätze, habe ich schon wieder von Fest verloren. Wer schickt da die ganze Zeit Dinger hin? Hört auf, nach Fess Dinger hinzuschicken. Gesandte. Zu Panzerabwehrmannschaft 160 Gold. Ui, das ist ja cool. Moment, ich schicke den da auch noch da nach unten. Jo. Weiter. Klimawandel, Phase 2. Sondersitzung des Weltkongresses. Was? Wir müssen Warum? diese Warum? Aggressivität standhalten. Warum? Warum? Ich Stimmt hab dir doch schon dafür! vor. Nein, ich hab dir Stimmt! doch schon vor 20 Runden Angriff! erobert. Angriff! Schrei nicht, du übersteuerst, Junge. Und wie du übersteuerst. Nein, bitte abgelehnt. Hoffentlich haben die jetzt abgelehnt. Ja, abgelehnt. Ja, du hast auch dagegen gestimmt. Du stimmst dagegen, schreist aber an. Du weißt auch nicht, was du willst. Kann es sein?
Armani ist etabliert. Valladolid verliert Loyalität. Stadt behalten. Sehr schön. Okay, dann haben wir einmal. Ja. Das Technologie. Ja. Zum Panzer verbessern. Ui. Und Korps bilden. So, Aachen produzieren wir jetzt mal Sweet George's Damm. Oh ja. Doppeldecker, 4 Runden. Erstes Korps, okay, cool. Ja, der Handwerker. Was kann ich denn da bauen? Fischzucht, ach so. Das baue ich gleich mal. Handwerker nochmal. Oh cool, in einer Runde ist mein Mont Saint-Michel fertig. Ach du Apostel. Heidenbekehr, es ist alles nur Müll. Auch mal kurz Karte, Religion, da. Ach so, da kommt sehr starker Druck von Katholizismus, deswegen ist da überall Pfeil nach unten. Ist das Islam? Was war da denn gerade? Das war ein Händler. Phönizien hat da übrigens einen Kampfflieger. Falls du das nicht siehst, das ist in Ugarit. Ja, das ist ja okay. Akzeptiere ich. Achso, ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich das sehe. Natürlich wegen den Aposteln von Spanien. Ups, 13 Minuten, ja. Okay. Ich habe aber trotzdem einfach noch mehr militärische Stärke als du. Ich habe auch nicht viele Einheiten tatsächlich. Also, du hast vermutlich ganz, ganz viele Einheiten, denke ich mal, ne? Also, naja, eigentlich auch eher nicht so. Was ist das denn da? Unterseeboot? Junge, was soll das? Warum schickst du dein Unterseeboot hin? Ja. Schick dein Unterseeboot bitte weg. Herr Dü, bitte entfernen Sie Ihr Unterseeboot von meiner Grenze. Ja. Ja, Mont Saint-Michel ist fertig. Und ich habe ein Heldenzeitalter. Das habe ich auch. Mach mal Quellen beschaffen. Herr Dü, bitte entfernen Sie sofort Ihr Unterseeboot von meinen Grenzen. Das ist ja gar nicht deine Grenze. Doch, das steht direkt vor meiner Grenze. Ja, es bleibt auch dort. Leibwächter der Lügen. Hast du eigentlich gesehen, dass es ein Atomunterseeboot ist? Was? Was? Ich gucke jetzt mal. Nee, ein Unterseeboot. Ah, da hast du Schwein gehabt noch. Kann ich ja gleich upgraden. Bitte entfernen Sie sofort Ihr Unterseeboot von meinen Grenzen. Bin ich dagegen. Ich möchte keine Unterseeboote an meinen Grenzen haben. Was fällt Ihnen ein?
Ausrichtung wählen, ja, nehme ich jetzt mal Mobilisierung. Produktion wählen, Heidelberg. Und da gibt es noch keine Hanse, dann bau da mal eine hin. Dahin. Erstmal. So, und jetzt einmal hier, Ritter. Nicht genug Gold. Mir fehlt 30 Gold. Ja gut, dann einmal hier Okay, bitte haben wir. Fregatte zum Kriegsschiff verbessern. Ja. 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 Spanien, schick mal die Apostel. Ein Kampfbomber. Alles klar. Wo ist ein Kampfbomber? Tyrus. Achso, Junge, lass mich in ja. Zita. Das ist die einzige Stadt, wo ich noch Technologie klauen kann, ohne dass ich von dir Ärger krieg. Ein LOL, ein phönizisches, halb fast komplett totes Panzerboot. Was baut denn der da? Er baut Kotoku Inn. Okay. Ja, du Handwerker, baue ich So, hier mal Gesandte Fischzucht. schicken. Gesandte schicken. Ach, ich kann. Hä? Warte, was? Ach, weil ich noch kein Plastik habe, darf ich jetzt hier noch keine Ölquelle auf dem Wasser. Das ist ja scheiße. Dann mache ich hier einfach mal Fischerboote. So, Luftangriff einmal, zack. Aber ich will auch sehen. Einmal mit dem Panzer Ja, ich sehe es schon, die dahin. Stand ist komplett tot. Schon 0-0. Das stimmt, ja. Das kannst du haben. So, Zwei Ugarit. Runden noch Quellen beschaffen. Ich frage mich, was dann passiert. Was, wenn ich die Stadt vorher einnehme, oder was? Ja, wenn du die Stadt einnimmst, werden dich da noch Spioniere. Oh, gute Frage. Lol. Was? Mein Speer läuft da noch rum und ist da auf Barbaren mit Keulen getroffen. Was soll ich jetzt? Ach ja, stimmt. Apostel. Noch ein Apostel. Nächste Runde. Du, dein Unterseeboot ist ja immer noch an meiner Grenze. Ja, das bleibt auch noch dort. Nein, fahr das weg. Ich beantrage sofort, dass die ihr Unterseeboot von meiner Grenze entfernen. Nein. Antrag abgelehnt. Ich fordere es. Forderung auch abgelehnt. Forderung genauso abgelehnt. So ist es nämlich. Ach du Scheiße, da ist ja alles überflutet. Was? Euer Agent ist aus Utica geflohen, da dort ein neues Reich an der Macht ist. Ach so. Ja, da hast du deine Antwort, würde Du, ich ich hasse dich, habe ich das schon mal erwähnt? sagen. Ja, auch Priest nichts des dafür. Krieges. 11 und nun okay, annehmen.
So, dafür kriegst du jetzt hier. Ja, Doppeldecker, du fliegst mal dahin. Zack. Und da mal noch was. Und hier mal noch was. Und da mal noch was. Und dann bauen wir einmal. Ja, mal da. Da noch was hin. Und hier noch was. Ich baue hier in Aachen mal 18 von 16 Wohnraum, Alter. What the fuck? Auf jeden Fall mal ein Wohngebiet. Dahin. Okay. Wie weit braucht er noch? Ah, okay, das dauert noch ein bisschen. Schade. Schade. Okay, gehen wir mal in die nächste Runde. Gleich startet mein Satellit. Ein Satellit. Ja, Okay, jetzt wenn du schon zwei Runden. Satellit hast. Ja, ich brauche noch zwei Runden, dann habe ich meinen Erdsatelliten fertig. Dann sehe ich Oh, alles. spannend, baut sich gerade die Golden Gate Bridge. Das ist ja interessant. Ja, das klingt auch interessant für mich. Was baut der hier? Was ist das? Ach, der baut noch den Panama-Kanal, okay. Was? Küstenüberschwemmung? Nein! Scheiße, wo ist Küstenüberschwemmung? Alter, lag. Ach so, Veronika, ja, mach du jetzt hier mal. Ja. Ja, das da. Okay, er hat immer noch Städte irgendwie. Staudamm, Schutzgebiet. Ich glaube, ich muss das erst erforschen. Oh, warte mal, baut das irgendjemand? Suchen. So, was brauchen wir hier? Null Ergebnisse, ja. Und hier, zack, Allah. Kumasi wurde besiegt, okay. Wieder nur Müllbeförderungen. Ja, bau mal Fischzucht hier. Okay, nein, das kann man nicht machen. Okay, schade. Scheiße. Ich habe hier gerade wegen dir extreme Probleme mit der globalen Erwärmung. Wegen mir? Ja. Weltklima. Das ist ja Haupt. blöd. Das ist immer, nee, das ist immer noch, bist immer noch nicht du Hauptverursacher. Bin ich das? Nee, bin ich das? Bin ich Bist du immer noch noch nicht? nicht. Nee. Das geht aber auch Haben immer wir. schnell. Ich frage mich, wie Dido das immer noch verursachen kann, ey. Ja, echt so, frage ich Das mich verstehe ich auch. irgendwie nicht. Aber ja, es wird langsam ungemütlicher, muss man sagen. Hallo, du sollst dahin fahren. So, Adi, drück mal. Ja, Drück mal, ich schon will jetzt fertig. immer ein bisschen was sehen jetzt von der Welt. Hast du jetzt deinen Erdsatellit oder Mein was? Erdsatellit ist gleich fertig. Dein Unterseeboot steht ja immer noch an meiner Grenze. Das soll sich verpissen.
Ja, warum denn? Das macht doch noch gar nichts. Trotzdem, es nervt mit seiner Anwesenheit. Ah, na gut. Fischzucht. Forschung. Ja, ich hatte hier noch gerade Funkwesen am Laufen. Oh, der hat ja hier noch ganz. Oh Gott, der hat ja. Eieieiei, der hat ja noch ganz schön viele Städte hier. Ah. Der Freund der Sonne. Ja, ich muss jetzt hier gleich beenden. Okay. Amerika hat ein Kriegsschiff. Dann würde ich sagen, beenden wir einmal die Folge hier und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.